Meisterwerke der Kunst. Selbstbildnis von Paula Modersohn-Becker. Das hier ist das erste Mal in der Kunstgeschichte, dass sich eine Frau selber nackt malt. Vorher haben das eher Männer gemacht und deren Hauptanliegen war, immer irgendwo eine Brust raushängen zu lassen. Die Künstlerin malt sich schwanger, obwohl sie es gar nicht war. Vielleicht geht es hier um ihre künstlerische Schaffenskraft, Kreatives hervorzubringen. Vielleicht war auch einfach nur Schnitzeltag. Auf das Bild schreibt sie als Datierung 1906 an meinem 6. Hochzeitstag. Dabei war es ihr 5. Naja, künstlerische Freiheit. Das Bild ist so krass, weil bis Ende des 19. Jahrhunderts Frauen noch nicht mal unbekleidete Modelle malen durften. Deshalb war dieses Bild ein echter Befreiungsschlag.